herzlichen Dank für die freundlichen Einleitungen und für die Einladungen hierher. Sie hatten schon gesagt, es könnte ein interessanter Abend werden, das glaube ich auch, vielleicht für beide Seiten. Sich auf Achtsamkeit einzulassen, ist ehrlich gesagt ein bisschen riskant für Soziologinnen und Soziologen, weil eigentlich kann man nur verlieren. Also bin ich freundlich zu den Achtsamkeitsmenschen, dann sagen meine soziologischen Kollegen, der Rosa macht keine Soziologie mehr, der ist jetzt auch so ein Achtsamkeitsesoteriker. Bin ich unfreundlich zu Ihnen, kriege ich Ärger mit Ihnen. Also habe ich beschlossen, ich werfe alle strategische Vorsicht über Bord, weil mich tatsächlich die Frage schon lange interessiert, ich weiß gar nicht genau, wie ich über Achtsamkeit denke und vor allen Dingen interessiert mich, und das möchte ich mit Ihnen heute einfach gemeinsam diskutieren, die Frage, wie sich das Resonanzkonzept, das ich versucht habe zu entwickeln und auszudiskutieren, mit dem Achtsamkeitskonzept eigentlich verträgt oder verhält. Ist es eigentlich im Wesentlichen das Gleiche? Ist es ganz unvereinbar? Hat es Teilberührungen? Wahrscheinlich. Welche? Und ich möchte Ihnen jetzt, um das zu tun, muss ich ein bisschen ausholen. Ich zeige Ihnen, wie ich vorgehe. Ich möchte Ihnen erst nochmal zeigen, also genau genommen glaube ich, es geht sowohl in der Achtsamkeitsbewegung, Philosophie, sagen wir mal so, um ein anderes Weltverhältnis. Also ich glaube, an der Wurzel derjenigen, dass so viele kommen und sich für Achtsamkeit interessieren, hängt damit zusammen, dass sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht in der Art und Weise, wie ich normalerweise in meinem üblichen Alltag, vielleicht in der westlichen Gesellschaft, der Welt gegenüberstehe, auf Welt bezogen bin, mit anderen Menschen, mit Dingen und vielleicht mit mir selbst umgehe. Ich brauche ein anderes Verhältnis, nämlich ein achtsames Verhältnis. Also sie brauchen ein anderes Weltverhältnis. Und an dem Punkt, glaube ich, berühren sich das, was die Achtsamkeit, ich nenne sie jetzt mal Philosophie, tut und das, was ich selber tun will, auf jeden Fall. Aber um Ihnen mein Konzept eines alternativen Weltverhältnisses vorzustellen, möchte ich erst ausholen und zeigen, was meiner Ansicht nach am westlich modernen, von uns praktizierten und institutionalisierten Form des Weltverhältnisses oder an unserer Weltbeziehung problematisch ist, nämlich ihre eskalatorische Tendenz. Dann will ich zeigen, warum das problematisch ist. Nur ganz kurz, weil ich sage, es führt zu Desynchronisation, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie meine Beschleunigungssachen kennen, und es führt zu zu Entfremdung, welches sozusagen die Störung angibt, die wir in unserem Weltverhältnis haben. Dann will ich in den dritten Schritt ganz kurz darauf eingehen, warum Entschleunigung nicht die Antwort ist auf das Problem. Da ist mir auch nicht klar übrigens, wie sich Achtsamkeit zur Entschleunigung verhält. Es gibt manche Achtsamkeitsleute, die sagen, Entschleunigung ist der Königsweg zur richtigen Achtsamkeit oder andersrum, Achtsamkeit ist der Königsweg zur Entschleunigung. Ich möchte sehr ungern als Entschleunigungsguru oder Papst figurieren. Das ist, glaube ich, inzwischen habe ich das hinreichend dargelegt. Ich will Ihnen noch mal ganz kurz sagen, warum nicht, und Ihnen dann mein eigenes Konzept kurz vorstellen, was ich glaube, dass ein richtiges oder eine alternative Vision wenigstens eines Weltverhältnisses ist, nämlich ein resonantes Weltverhältnis. Und dann, und darauf, glaube ich, kommt es heute an, will ich zeigen, warum ich nicht unüberwindliche, aber momentan aus meinem auch gar nicht besonders expertenhaften Erkenntnis der Achtsamkeitsbewegung das Gefühl habe, da geht einiges schief, wenigstens in manchen Varianten der Achtsamkeit. Und ich habe das möglichst zugespitzt in 6 Thesen, was die Achtsamkeitsleute alle falsch machen. Und das will ich Ihnen jetzt gerne um die Ohren hauen. Und Sie werden mir danach sagen, wo ich überall irre und wieso wir vielleicht doch zusammenkommen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Vielleicht sagen Sie mir auch, wo ich mich irre. Na gut. Also die Idee ist, lassen Sie uns im ersten Schritt das Weltverhältnis der Moderne verstehen. Und ich glaube, man kann das von der strukturellen Seite her tun, was für Soziologen und Soziologinnen naheliegt. Also auf die Strukturen, die institutionelle Logik moderner Gesellschaften zu gucken. Insbesondere auf die Art und Weise, wie sie ihren Status, den institutionellen Status quo reproduzieren oder ihre Struktur erhalten. Und da lautet meine, seit geraumer Zeit, meine Definition einer modernen Gesellschaft so: Sie ist dadurch gekennzeichnet, die moderne oder die moderne Gesellschaft, dass sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Das heißt, sie ist strukturell auf Wachstum, Beschleunigung und die Verdichtung, die Steigerung von Innovationen angewiesen, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. Das ist jetzt vielleicht abstrakt und kompliziert, aber der Grundgedanke ist ziemlich einfach. Man sieht es am leichtesten im Blick aufs Wirtschaftssystem. Wir müssen als Volkswirtschaft, wenn Sie so wollen, jedes Jahr wachsen. Wir erzielen dieses Wachstum nicht zuletzt über Beschleunigung. Wir müssen sogar dann beschleunigen, wenn wir nicht wachsen, wenn das Bruttosozialprodukt stabil bleibt. Und wir müssen auch permanent innovieren. Ja, also in einer modernen Wirtschaftsordnung, da sieht man es halt am besten, muss sich permanent steigern, damit sie so bleiben kann, wie sie ist. Ohne Wachstum, aber selbst da, wenn wir Nullwachstum haben, da, also ohne Wachstum
Beschleunigung und Innovation verlieren wir Arbeitsplätze, schließen die Firmen, sinkt das Steueraufkommen des Staates, damit die Einnahmen, während gleichzeitig vermutlich die Ausgaben steigen, weil es mehr Arbeitslose gibt, weil wir Infrastrukturprogramme brauchen, weil wir Wirtschaftsprogramme brauchen. Das führt zu einer Ungleichgewicht im Haushalt, im politischen Haushalt und darüber vermutlich zu einer Delegitimierung des politischen Systems. Man kann das sehr gut an Griechenland beobachten. Griechenland ist eigentlich eine Wachstumsgesellschaft, die aber seit einigen Jahren nicht wächst. Und schon sehen Sie das Problem, dass die sich in ihrer Struktur nicht reproduzieren kann. Der Wohlfahrtsstaat verschwindet in manchen Hinsichten. Gesundheitsversorgung ist auf der Kippe. Sozialhilfe gibt es nur noch eingeschränkt. Die wirtschaftliche Spirale geht abwärts. Also was ich meine ist, eine kapitalistische Wirtschaft muss permanent wachsen, beschleunigen und innovieren, damit sie so bleiben kann, wie sie ist. Man kann das ein bisschen genauer versuchen zu fassen. Wo kommt der Wachstumszwang eigentlich her? Da kann man die einfache Formel GWG' bemühen. Soziologinnen und Soziologen erkennen die sofort. Das erste G steht für Geld, das zweite für Ware, das dritte für mehr Geld. Was damit gemeint ist, ist, dass jegliche wirtschaftliche Aktivität nur in Gang kommt mit dem Versprechen auf Steigerung. Ja, niemand investiert in irgendwas. Eine Tankstelle, eine McDonald's-Filiale, ein H&M-Geschäft oder von mir aus sogar in einen Bauernhof. Ja, Sie können da auch was Freundliches nehmen. Kein Bauer investiert in seinen Bauernhof, wenn er nicht die Hoffnung hat und das Versprechen geben kann, auch der Bank geben kann, dass er ein bisschen mehr rausholt, als er reinsteckt. Steigern, mehr machen, Profit, Rendite, Gewinn erwirtschaften, ist eine Notwendigkeit in der Art und Weise, wie wir kapitalistisch wirtschaften und damit die Strukturen erhalten. Und ich glaube, auch da, wo wir kein Wachstum haben, in Japan zum Beispiel oder in Griechenland seit geraumer Zeit, ist die Steigerungslogik nicht außer Kraft gesetzt, die über Kapitalakkumulation läuft. Dann ist der Beschleunigungszwang, die Produktivitätssteigerung, Optimierung und Rationalisierung immer noch in Kraft und es führt eher zu einer Kannibalisierung der Gesellschaft. Dann werden sozusagen das G-Strich, wird dann auf Kosten der ärmeren Schichten, der Unterschichten reproduziert. Jetzt könnte man also sagen, was ja auch viele Soziologen und Soziologinnen machen, das Problem ist also der Kapitalismus. Und meine eigene Diagnose würde sagen, da gibt es ein Problem. Ja, diese Art des Wirtschaftens ist mit diesem Problem behaftet, aber ich glaube, es liegt noch tiefer. Die Moderne ist eigentlich in allen ihren institutionellen Sphären auf diesen Modus dynamischer Stabilisierung gegründet. Man sieht es sehr schön an der Institution, in der wir uns hier gerade befinden, die Universität, in dem Fall die Universität Hamburg, gilt als unsere höchste Institution des Wissens. Es ist nicht mehr die Schule sozusagen, die Wissen speichert und vermittelt, was nämlich eigentlich dann der traditionale Umgang mit Wissen ist. Wissen ist ein Schatz, der bewahrt werden muss und weitergegeben muss an die nächste Generation im Sinne eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Die meisten Kulturen, auch die Hochkulturen, die wir kennen, haben dieses Konzept von Wissen. Wissen kommt entweder als Offenbarung aus heiligen Schriften oder als Überlieferung von den weisen Alten. Es muss gepflegt und tradiert werden. Das ist aber nicht das Hauptverständnis einer Universität, einer modernen Universität. Wissen schafft, Sie hören es schon in diesem Schafft, ist die Idee, permanent über das hinauszugehen, was wir schon haben. Neues Wissen zu schaffen, ja, ich will sagen, die Weltreichweite zu vergrößern. Ja, Wissenschaft ist, Max Weber definiert das sehr schön, das Bewusstsein, dass die Arbeit, die man tut, in wenigen Jahren von der nächsten Generation der Wissenschaftlerinnen überwunden sein wird, ausgedehnt werden wird. Dass es keinen Bestand hat. Wissenschaft ist das Überschreiten des bisher Gewussten, das Erweitern der Grenzen, tiefer ins All hineinblicken mit Satelliten und großen Teleskopen, genauer in die Materie hineinblicken mit Mikroskopen oder besseres Verständnis der Organe, was immer sie tun. Wissenschaft ist die permanente Überschreitung des Bestehenden. Es gibt keine Wissenschaft, wenn es nicht eine Neuschaffung, eine Erweiterung des Wissens gibt. Deshalb finde ich die gleiche Bewegung, GWG', können Sie auch auf die Wissenschaft anwenden. Wissen, Forschung, mehr Wissen. Ja. Ohne dieses Mehrwissen, das Erweitern des Gewussten, gibt es keine Wissenschaft. Also was ich sagen will, ist, dass dieser Modus des Erhalten des Bestehenden durch Steigerung ein institutioneller Grundzug ist. Ich könnte Ihnen das auch für Politik und für Kunst vorführen. In der Kunst, ich lasse es jetzt aus, sonst kriege ich wieder Zeitnot hin. Aber in Politik und Kunst haben wir denselben Modus. Ja, Kunst reproduziert sich durch Steigern, durch Überbieten, durch Innovativität, Originalität, ja, zum Beispiel.
Gut, also strukturell kann man sagen, moderne Gesellschaften basieren auf diesem Modus des Steigerns, des Beschleunigens, Wachsens, des Innovierens, um sich so zu erhalten, wie sie sind. Und das führt letzten Endes in eine eskalatorische Bewegung. Ja, also das sehen Sie beim Wirtschaftswachstum, wenn Sie jedes Jahr nur 1% Wachstum haben, ist der substanzielle Output dessen, was Sie produzieren oder von mir aus auch der Ressourcen, die Sie verbrauchen, geht dann eben nicht linear hoch, sondern fast senkrecht, also nimmt eine exponentielle Bewegung an, sodass es zu einer geradezu eskalatorischen Dynamik kommt. Und jetzt könnte man denken, wir armen Menschen sind die Opfer dieses Systems. Aber natürlich sind wir nicht nur die Opfer dieses Systems. Ja, diese Logik des Fortschreitens, des Wachsens, des Beschleunigens ist ganz eng verknüpft mit unserer eigenen Vorstellung vom gelingenden Leben, vom guten Leben, ganz tief in unseren Alltag hinein. Und deshalb glaube ich, auf der kulturellen Seite sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da habe ich eine neue, für mich eine Zauberformel gefunden, dass ich sagen will, das Weltverhältnis der Moderne, und damit meine ich ehrlich gesagt, ihr und mein Weltverhältnis, Weltverständnis beruht, glaube ich, grundlegend auf der Idee, dass das Vergrößern von Weltreichweite Glück bedeutet, Freiheit bedeutet, unser Leben besser machen. Mehr Welt in Reichweite bringen, verfügbar machen, unter Kontrolle bringen, erreichbar werden lassen, ist das, was uns Glück, was ein Glücksversprechen birgt, ein zentrales. Also institutionell habe ich das schon gesagt, die Wissenschaft will tiefer hinein das Universum verstehen oder die Mikromaterien oder die Organismen oder die biologischen Mechanismen des Regenwaldes oder so. Aber was macht zum Beispiel, was macht Wirtschaft? Sie macht Welt verfügbar, übrigens, ich meine Geld. Ja, also das, warum ist Geld attraktiv für Sie und mich? Vielleicht sagen Sie, ist es nicht. Glückwunsch, naja. Aber für die meisten Menschen ist Geld ziemlich attraktiv. Und warum ist es das? Weil es das Zaubermittel des Weltverfügbarmachens ist. Ja, wenn Sie im Lotto gewinnen heute, dann können Sie morgen ohne Probleme nach Tokio fliegen oder nach Rio oder nach Shanghai. Sie könnten sich auch eine Yacht kaufen, von der Sie immer geträumt haben. Oder das Häuschen im Grün bauen. Oder das tolle Teleskop kaufen. Oder den Flügel, von dem Sie heimlich träumen. Geld ist das Zaubermittel des Verfügbarmachens. Wenn Sie reich sind, dann haben Sie eine größere Weltreichweite. Sie können mehr dessen, was die Erde trägt und auch an Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung hat, erreichbar machen. Sie können auch zum Dalai Lama fahren zum Beispiel, dann vielleicht und ihn mal live hören. Auch in diesem Sinne vergrößert Geld Ihre Weltreichweite und deshalb ist es attraktiv. Also, und ich meine, Technik, fast die gesamte technische Verheißung beruht darauf, dass sie mehr Welt in Reichweite bringt. Warum ist für Kinder ein Fahrrad toll? Weil in dem Moment, wo ich Fahrrad fahren kann, wird sozusagen der Dorfrand von mir aus erreichbar. Oder ich kann sogar bis zum Wald fahren oder bis zum Badesee. Das Fahrrad macht mir mehr Welt erreichbar, ist übrigens eine moderne Erfindung. Diese Vergrößerung, diese systematische Suche nach Vergrößerung der Weltreichweite ist durch und durch das Grundelixier, auch das Triebmittel der Moderne. Ein Moped bringt noch mehr Welt in Reichweite, das Nachbardorf. Das Auto erlaubt mir dann schon übers Wochenende mal nach Hamburg zu fahren. Da ist ziemlich viel Cooles los. Und das Flugzeug bringt sogar London oder Paris oder Rom oder ich weiß nicht was. Natürlich dann letzten Endes auch Rio oder New Delhi in Reichweite. Und die Rakete bringt den Mars in Reichweite. Ja, Technik oder den Mond wenigstens. Mit dem Mars haben wir, ja, naja, kommt drauf an. Also mehr Welt verfügbar machen ist unser Triebmittel. Es treibt die technische Entwicklung voran. Es ist intrinsisch das Triebmittel auch des Kapitalismus. Ja, die Vermehrung von Kapital, dieses G-Strich, ist deshalb interessant, weil Geld das Zaubermittel des Weltverfügbarmachens ist. Und ganz viele Dinge, die Sie tun, wo Sie sagen würden, ich bin noch nicht so materialistisch, ich bin auch nicht technischgläubig, ich stehe da drüber. Ja, sollte man vorsichtig sein. Zum Beispiel bei der Frage, warum wohnen Sie eigentlich in Hamburg? Jetzt unterstelle ich jetzt einmal. Und nicht auf dem Land. Die meisten Jugendlichen träumen davon, in der Stadt zu leben, besonders in der Großstadt. Und übrigens ist das weltweit so. Und warum? Fragen Sie sie. Ja, in der Stadt, da habe ich halt die Oper, da habe ich das Theater, da habe ich den, jetzt ist mir egal, was Sie noch sagen, den Zoo, das Bundesligaspiel, die Disco, die Bars, die Shoppingcenter. Ja. Ich habe sie in Reichweite, ich habe sie verfügbar. Wenn ich in Hamburg wohnen würde oder in Berlin, hätte ich diese ganze Welt in Reichweite. Selbst wenn ich nie in die Oper gehe, ist es ein Gewinn dafür, dass ich sie in Reichweite habe, die ganzen Theatern und die Opern und all diese Sachen. Oder Sie würden sagen, wenn Sie, seit Jahren ist es einer meiner Lieblingsbeispiele, wenn Sie vielleicht ein Kind haben oder noch ein Kind sind und sagen, ich will Gärtnerin werden. Was sagen Ihnen die Eltern? Was sagen Sie Ihrem Kind? Ja, mach trotzdem Abi. Warum? Ja, weil das dir viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Ja, dann kannst du später noch auf die Uni gehen, dann kannst du noch alles Mögliche, du bringst dann mehr Welt in Reichweite.
Und warum ist es attraktiv, eine Fremdsprache zu lernen? Wenn Sie Englisch lernen täten, was ich immer empfehle, ich finde, wir sollten weltweit alle Englisch reden, da könnten wir wenigstens miteinander reden. Also, aber was ist interessant daran, eine andere Sprache zu lernen, vielleicht auch Chinesisch? Sie erschließen sich damit eine ganze Welt. Sie bringen die ganze Welt der chinesischen Kultur in Reichweite, ja, und der Kunst und aller möglichen anderen Dinge. Also ich glaube, wir sind, oder warum ist ein Smartphone attraktiv, selbst wenn sie in Wahrheit ökologisch und links und ich weiß noch was alles sind, die Attraktivität ist ziemlich hoch von so einem Teil. Und warum? Bringt mir alle meine Freunde das gesamte Weltwissen in die Hosentasche, ja, in unmittelbarer Reichweite. Also was ich hier bis jetzt sagen will, ist, wir folgen eigentlich dem kategorischen Imperativ, handle jederzeit so, dass du mehr Welt in Reichweite bringen kannst oder dass deine Weltreichweite größer wird, dass du reicher wirst, dass du gebildeter wirst, dass du mehr Freunde hast, dass du deine technischen Möglichkeiten steigerst oder deinen Wohnort so veränderst, dass es dir mehr Welt in Reichweite bringt. Warum ist das problematisch, diese Art des Auf-Welt-Bezogen-Seins? Ich glaube, die Art, wenn man fragt, wie sind wir auf Welt bezogen? Wir wollen Welt verfügbar machen, erreichbar machen, kontrollierbar machen. Warum ist das ein Problem? Weil dieses Programm der dynamischen Stabilisierung, von dem ich gesagt habe, es ist ein institutioneller Grundzug der Moderne, bedeutet, Welt zu beschleunigen. Das habe ich in meinem Beschleunigungsbuch versucht, rauf und runter zu deklinieren. Eigentlich bedeutet dieses Modernisierungsprogramm, immer mehr Welt in Bewegung zu setzen. Diese Steigerungslogik meint, dass wir buchstäblich Welt dynamisieren. Die Materialströme, die Warenströme, die Geldströme, die Informationsströme und so weiter. Und das Problem ist aber, dass nicht alle Bereiche der Welt und des Lebens gleichermaßen dynamisierbar sind, sich gleichermaßen in Bewegung setzen lassen. Zum einen kommt es, das ist jetzt heute nicht das zentrale Thema, ich will es nur kurz andeuten, es kommt zur Desynchronisation. Was langsam ist, bleibt zurück und wird abgehängt. Und wir sehen, ich glaube, alle großen Krisen, die wir heute haben, die man geradezu als Zivilisationskrisen beschreiben kann, sind letzten Endes Desynchronisationskrisen. Ja, das Langsame und das Schnelle lassen sich nicht mehr so oder lassen sich nicht synchronisieren, vereinbaren. Zum Beispiel die Ökokrise. Die entsteht daraus, dass die Natur für unser sozioökonomisches und technisches Programm zu langsam ist. Wir benutzen die Ressourcen schneller, als die Natur sie reproduzieren kann. Wir hauen die Regenwälder ab schneller, als sie nachwachsen und fischen die Ozeane leer oder verbrennen das Öl schneller, als die Natur es nachliefert. Und wir haben auch Emissionsraten, die zu hoch sind für die Atmosphäre, um sie so abzubauen, dass die Atmosphäre sich sozusagen ihrerseits stabil halten kann. Der Treibhauseffekt ist eigentlich ein Beschleunigungseffekt. Wir setzen da atmosphärische Schichten beschleunigt in Bewegung, weil Erwärmung ist nichts anderes als Beschleunigung von Gasmolekülen. Ich glaube aber auch, dass die politische Krise letzten Endes als Desynchronisationskrise beschrieben werden kann, weil Demokratie von Natur aus ein zeitaufwendiger Prozess ist. Demokratie heißt nicht, bist du auch für oder gegen Flüchtlinge. Demokratie meint eine Abstimmung, ein politischer Prozess des Aufeinanderabstimmens, des sich Einstimmens. Ich glaube, es ist auch eine Resonanzidee dahinter, die voraussetzt, dass Positionen artikuliert werden, dass ein Prozess der Deliberation beginnt, in der die miteinander ins Gespräch, in Austausch, ins gemeinsame Überlegen kommen, und zwar in einem Modus des Hörens und Antwortens, was meine Definition von Resonanz sein wird. Die anderen Positionen erstmal hören, bevor man sie niedermacht mit Magie nicht oder so oder mit einer Hassmail. Also hören und antworten und dann gemeinsam deliberieren, so dass man sich dabei verändert. Das ist eine Grundidee republikanischer Demokratieauffassung. Die Beteiligten an einem politischen Geschehen verändern sich dabei auch so, dass dabei ein gemeinsames entstehen kann. Das ist ein zeitaufwendiger Prozess, der wird unter Dynamisierungsbedingungen der Moderne sogar noch zeitaufwendiger, sodass ich glaube, Demokratie ist letzten Endes, die Demokratiekrise, die wir sehen, ist eine Desynchronisationskrise. Die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise lässt sich ebenfalls als Desynchronisation beschreiben, weil sie den Finanzmarkt fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Ja, finanziell, also Transaktionen auf dem Finanzmarkt lassen sich mit Lichtgeschwindigkeit oder nahezu Lichtgeschwindigkeit steuern. Die werden auch von Computeralgorithmen inzwischen abgehandelt. Aber Realökonomie, die Produktion von Gütern, seien das Pullover oder Häuser oder Bücher oder Musik-CDs, meine Lieblingsbeispiele, da ist nicht nur die Produktion aufwendig, Sie müssen erstmal ein Buch schreiben oder eine CD einspielen, sondern auch die Konsumtion. Sie haben das Buch nämlich nicht konsumiert, wenn Sie es zu Hause im Regal stehen haben. Ja, da haben Sie es sich angeeignet, aber konsumiert haben Sie es erst, wenn Sie es gelesen haben. Und das ist dummerweise ein zeitaufwendiger Prozess.
Und deshalb sind die Finanzmärkte auf die Idee gekommen, es geht viel schneller, wenn wir einfach Finanzprodukte kaufen und verkaufen. Ja, immer neu zusammengeschnürte Pakete. Dadurch hat sich sozusagen ein Finanzmarkt, der mit Lichtgeschwindigkeit operiert, entwickelt, der aber völlig desynchronisiert ist gegenüber der Realökonomie. Und die Frage, an der ich jetzt weitermachen wollte, ist, ob möglicherweise sowas wie unsere Psyche zu langsam ist. Ich dachte, wenn du zum Achtsamkeitsvorlesung-Serie gehst, kannst du ruhig den altmodischen Begriff der Seele ins Spiel bringen. Da würden ja anständige Soziologinnen und Soziologen nie mehr sagen. Aber hier darf man vielleicht. Also die These wäre, sonst hätte ich hingeschrieben, die Psyche. Also möglicherweise ist das hohe Tempo, das wir so in dieser sozial-ökonomischen Dynamik entfesseln, in diesem Modus dynamischer Stabilisierung, auch zu hoch für unsere Seele, für unsere Psyche und produziert so etwas wie Burnout und Stresserkrankungen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, das so zu sehen. Und damit komme ich zu meinem Punkt der Entfremdung. Was ich eigentlich sagen will, und ich glaube, worauf die Achtsamkeitsbewegung wahrscheinlich auch reagiert nach meiner Lesart, ist, dass es eine Kehrseite dieses Verfügbarmachens von Welt gibt. Eine ganz eigenartige, die die Moderne auch durchaus in ihrem kulturellen Bewusstsein hat und immer wieder reproduziert. Dass nämlich im gleichen Maße, in dem wir uns Welt verfügbar und erreichbar machen und unter Kontrolle bringen, uns die Welt zu verstummen scheint. Es scheint fast zu so etwas wie Weltverlust zu kommen, was Hannah Arendt und viele anderen immer wieder postuliert haben. Das Komische ist, dass je mehr Welt ich verfügbar habe, umso mehr scheint sie mir zu entgleiten. Mein persönliches Lieblingsbeispiel, das Sie, wenn Sie jung sind, vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Aber ich finde das wirklich interessant, die Art und Weise, wie wir mit Musik umgehen. Also von der Vinylplatte zur Musikkassette zum Beispiel und dann zur CD und heute zu Spotify. Ich habe einfach eine interessante Beobachtung gemacht. Ich erzähle sie Ihnen einfach, vielleicht kann man die Achtsamkeit praktisch deuten. Und ich habe sie mit einem Freund diskutiert, der auch Musik hört. Und wir haben festgestellt, wir haben beide wahrscheinlich ein paar tausend CDs, hören aber, wir leben sozusagen immer mit ein paar, weil ich habe irgendwie festgestellt, ich habe besonders vor meinem Bett immer eine ziemlich große Sauerei, weil es da einen großen Haufen von CDs gibt, die ich dann immer wieder höre und rein und rausschiebe und irgendwie auf die ich Bezug nehme. Und das Komische ist, in dem Moment, wo ich die in dieses Regal stelle, schön alphabetisch geordnet mit Hunderten oder Tausenden von weiteren CDs, ist die irgendwie tot. Ja, dann ist sie da drin, aber hören tue ich sie eigentlich nur noch ganz selten. Also vielleicht, wenn ich mal gerade irgendwie angestoßen werde. Aber die lebendige Beziehung habe ich zu den 20, die vor meinem Bett liegen. Und meine These ist, bei Spotify, da geht es Ihnen natürlich erst recht so. Jetzt haben Sie plötzlich 7 Millionen Musiktitel. Ja, die scheinen aber alle irgendwie in einer grauen Masse vor Ihnen zu liegen. Ja, die lebendige Beziehung geht verloren. Jetzt sagen mir junge Leute immer, das stimmt überhaupt nicht. Bei Ihnen ist es ganz anders. Na schön, dann ist es bei Ihnen halt ganz anders. Aber die These, dass Verfügbarmachen von Welt mit einem Verstummen von Welt einhergeht, ist eine Beobachtung, von der ich glaube, dass Sie die in der Philosophie und der Kultur der Moderne überall finden. Die gesamte Literatur ist von Entfremdungserfahrungen geprägt. Ich meine, der Bildungsroman in der bildungsbürgerlichen Tradition ist immer, da geht es immer um die Frage, wie Individuum und Welt zueinander kommen, wie dieser Vermittlungsprozess, die Anverwandlung von Welt gelingen kann. Und meistens misslingt es. Und wenn Sie sich die Sozialphilosophie angucken, wo ich mich auskenne, würde ich sagen, da ist die Grundangst eines Verstummens der Welt geradezu pervasiv. Ich meine, der frühe Marx fängt an mit einer Entfremdungsdiagnose, ja, wobei er zwar den Verdacht hat, die Wurzel ist der Arbeitsprozess, allerdings sagt er, und der wiederum durch Privateigentum an Produktionsmitteln verursacht wird. Aber wenn Sie die Frühschriften von Marx lesen, also die Pariser Manuskripte, da sehen Sie eine ganz eigentümliche Ambivalenz, dass er nämlich sagt, das Privateigentum an Produktionsmitteln ist nicht die Ursache der Entfremdung, sondern die Folge, jedenfalls möglicherweise auch schon die Folge. Eine falsche Stellungnahme zur Welt, eine falsche Welthaltung, würde ich sagen, produziert Privateigentum an Produktionsmitteln und das führt in einen Entfremdungsprozess, bei dem die lebendige Beziehung zur Arbeit verloren geht, weil ich den Arbeitsprozess nicht kontrolliere und die Weltbeziehung wird ganz wesentlich über Arbeit gesteuert, sagt Marx. Er extrapoliert das aber und sagt, wir verlieren die anderen Menschen, ja, weil sie sozusagen zu Konkurrenten werden oder zu Objekten, die wir dann behandeln als Ärzte oder belehren als Lehrende oder so. Also es kommt zu einer Entfremdung von der Arbeit, vom Produkt, vom Prozess, von den Produktionszielen. Es kommt zu einer Entfremdung von den anderen Menschen und am Ende zu einer Entfremdung von Natur und zur Selbstentfremdung. Wir verlieren uns selbst, wir machen uns zum Mittel im Steigerungsspiel. Eigentlich sagt Marx ziemlich genau das. Und die Entfremdungsdiagnose ist natürlich durch die ganze kritische Theorie immer wieder gesagt worden. Übrigens auch genau mit der Idee, wenn Sie Marcuse lesen oder auch Erich Fromm.
es stimmt was nicht mit der Art und Weise, wie wir auf die Welt Beziehung nehmen. Bei Marcuse ist es die Idee des Prometheischen, wir wollen Welt beherrschen. Er bezieht sich auch auf Scheler und sagt, die Welt wird eigentlich zum Aggressionspunkt. Ich will sie wissen, wissenschaftlich erforschen, technisch in Reichweite bringen, ökonomisch verfügbar machen, aneignen, haben, nennt Fromm das. Und dabei entgleitet sie mir. Das führt zu einer Entfremdung, auch zu einer Selbstverlust. In meiner Art zur Beziehung zur Welt fehlt was. Bei Lukács ist es ein Prozess der Verdinglichung. Axel Honneth hat es noch einmal aufgegriffen. Er nennt es Anerkennungsvergessenheit, aber die Grundidee ist auch da die gleiche. Etwas in meiner Bezugnahme auf Natur, auf Dinge, auf andere Menschen geht schief. Es wird eine stumme, eine das ist der Begriff der Verdinglichung. Sogar die Dinge kann man verdinglichen. Das heißt dann bei Rilke, die Dinge singen höre ich so gern und ihr bringt mir alle die Dinge um. Selbst in meiner Beziehung zu den Dingen gibt es möglicherweise eine Art Stummwerden der Welt. Bei Rilke ist das sehr deutlich ausgedrückt. Adorno und Horkheimer nennen das das Vordringen der instrumentellen Vernunft. Bei Habermas, da fehlt ein A, Entschuldigung, wird es die Kolonialisierung der Lebenswelt, ja, das kommunikative Fluidum, die Verständigungsorientierung wird umgebracht durch verwaltungs- und ökonomische Imperative. Auch das ist eine Form des Verstummens der Lebenswelt, fast im wörtlichen Sinne bei Habermas. Und der Witz ist, Sie müssen gar nicht kritische Theoretikerinnen oder Theoretiker sein, um auf diese Entfremdungs-, Verdinglichungs-, Verstummungsdiagnose zu kommen. Max Weber, ganz anderer Soziologe, hat diesen Zentralbegriff der Entzauberung der Welt, das heißt auf Englisch Disenchantment oder auf Französisch Désenchantement, Disenchantment, die Welt singt nicht mehr, sie wird mir stumm, sie schweigt mich an. Und Camus sagt, aus diesem Stummwerden der Welt, das ist genau diese Erfahrung, dass die Welt da draußen schweigt, mir feindlich gegenüber steht, sagt Camus, oder mindestens völlig unverstanden. Diese innere Nichtverbindung zur Welt, das ist die Geburt des Absurden. Aber auch bei ihm ist es eine eindeutige Leidenserfahrung, von der er sagt, wir haben keine andere Chance, als sie existenzialistisch auszuhalten. Und ich glaube, man kann die Sorge vor dem Stummwerden der Welt, dass sie keine lebendige Beziehung zu uns mehr eingeht, sogar in den Alltagspraktiken sehen. Wenn wir mit Kopfhörern und Musik, mit eigener Musik sozusagen durch die Welt laufen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir keinerlei Resonanz, keine lebendige Beziehung zu den Menschen, zu den Dingen, zur Welt, durch die wir uns bewegen, mehr erwarten, sondern versuchen uns in eine Art von Eigenresonanz zu versetzen, die uns vielleicht auch dazu bringt, die ganzen Oberflächen zu ästhetisieren. Ja, überall muss ein Bild und ein Foto und eine schöne Tapete hin, sogar das Badezimmer muss uns ansprechen sozusagen. Das ist, glaube ich, möglicherweise liegt sogar darin ein Moment der Panikreaktion vor der Furcht einer erstarrten, schweigenden oder feindlichen Welt. Also was ist Entfremdung, kurz und gut? Entfremdung ist eine Weltbeziehung, in der ich zwar viele Beziehungen habe, aber die sind im Wesentlichen instrumentell oder kausal. Ja, ich manipuliere Welt, ich gestalte sie, ich benutze sie als Ressource und sie wirkt natürlich auf mich ein. Ich kann krank werden, wenn mich irgendwelche Viren anfallen oder so. Aber ich habe keine lebendige, keine Antwortbeziehung. Man kann es auf Arbeit beziehen. Ich weiß nicht, wo Sie arbeiten. Vielleicht sitzen Sie gerade hier im Hörsaal und haben eine Entfremdungserfahrung. Sie fragen sich, was mache ich eigentlich hier? Der Typ da vorne redet ein Zeug. Und wenn ich die Leute neben mir angucke, diese ESOs oder so, ja, also mit denen habe ich bestimmt nichts zu tun. Das ist eine Entfremdungserfahrung. Das heißt, Sie haben und vielleicht geht es Ihnen auch so am Arbeitsplatz, dass Sie sich fragen, was mache ich eigentlich hier jeden Tag? Das heißt, Sie haben eine Beziehung, eine Arbeit, eine Aufgabe, einen Arbeitsplatz, ein Einkommen, aber es ist keine lebendige Beziehung. Es ist, Rahel Jäger nennt es Beziehung der Beziehungslosigkeit. Ja. Ich habe eine instrumentelle Beziehung, auch eine kausale Wechselwirkung, aber keine innere Verbundenheit, nichts, was mich berührt und bewegt und zum Verwandlung und damit zum Antworten bringt. Das ist meiner Ansicht nach der Kern von Entfremdung. Und ich definiere ihn durchaus in Übereinstimmung mit Samuel Rahel Jäger, die sich um den Entfremdungsbegriff stark gekümmert hat, als einen Zustand, bei dem mir die Welt an Verwandlung misslingt. Und jetzt mache ich in meiner Resonanztheorie eine Unterscheidung zwischen aneignen und anverwandeln. Ja, ich kann mir 7 Millionen Spotify-Titel aneignen, indem ich die 9 € im Monat überweise, aber anverwandelt habe ich mir damit keinen einzigen. Nämlich so angeeignet, dass er mich verändert, dass ich damit lebe, dass ich richtig merke, wie ich darauf reagiere. Von mir aus können Sie auch nur sagen, dass ich berührt und bewegt werde. Ich komme nochmal dazu. Also, Entfremdung ist der Zustand, in dem ich einen Job habe, vielleicht auch eine Familie und ich frage mich am Frühstückstisch, was habe ich mit den Menschen zu tun, abgesehen davon. Ich muss für sie sorgen und das Geschirr wegräumen, aber na gut, also das wäre eine ziemlich drastische Entfremdung. Übrigens glaube ich, dass Depression und Burnout, vor der sich auch die fürchten, die noch ziemlich gesund sind,
In der Angst vorm Burnout, natürlich erst recht in der Erfahrung, kommt nichts anderes als diese Angst vor dem Verstummen der Welt zum Ausdruck. Ja? Ich bin ausgebrannt. Was sagt jemand, der einen Burnout erleidet oder Depression erfährt? Da draußen ist alles bleich, tot, stumm und leer und in mir ist auch alles bleich, tot, stumm und leer. Ja, was da fehlt, ist der lebendige, ich nenne das inzwischen der Resonanzdraht zwischen mir und der Welt. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. So, irgendwie, ich weiß eigentlich, früher habe ich immer Leute verachtet, die dann gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch Zeit habe und jetzt passiert mir das auch ständig. Also nach der Uhr habe ich eigentlich keine mehr. Ein gut kleines Problem. Sie geben mir noch ein bisschen. Gut, also warum ist Entschleunigung nicht die Lösung? Also das mache ich jetzt ganz schnell, also aus allen möglichen Gründen. Also erstens, okay, ich sehe, dass es einer gewissen Komik nicht entbehrt. Also erstens, weil man nicht einfach in einem System dynamischer Stabilisierung langsam machen kann. Ja, wenn es stimmt, dass die Institutionen sich nur durch Steigerung reproduzieren, da kann man nicht sagen, wir wollen Wachstum, wir müssen unsere Kreativität fördern, wir müssen innovativer werden und gleichzeitig wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern mehr Zeit geben. Das ist das, was im Moment die Politik versucht, über Zeitpolitik. Ja. Wir lassen alles, wie es ist, im Modus dynamischer Stabilisierung, nehmen uns aber mehr Zeit. Das ist eine Illusion, die niemals funktioniert. Und ehrlich gesagt wird dabei Entschleunigung häufig zur Beschleunigungstechnologie. Ja, du solltest 20 Minuten am Tag ganz langsam machen, damit du danach umso erfolgreicher, kreativer wachsen und beschleunigen kannst. Außerdem glaube ich, dass Entschleunigung als Eigenzweck überhaupt nicht wünschenswert ist. Also ich meine, was hätten wir von einer langsamen Internetverbindung? Also ich meine, und wenn die Achterbahn langsam fährt, stürzt sie ab im Looping und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es der Entschleunigungsbewegung um Langsamkeit geht, sondern ich glaube, es geht hier um was anderes. Ich lasse das jetzt, oder eigentlich will ich noch sagen, dieses einfache Denken, wenn es nicht schneller ist, muss es langsamer werden, ist falsch. Was wir brauchen, ist nicht uns in diesem Horizont schneller oder langsamer bewegen, sondern wir brauchen, und davon träumen, glaube ich, eigentlich die Entschleunigerinnen und Entschleuniger. Die träumen doch davon, ich möchte mir Zeit lassen können. Warum? Damit ich auf eine andere Weise mit den Menschen in Kontakt treten kann, mit der Landschaft, durch die ich mich bewege, übrigens auch mit mir selber, damit ich mich wieder hören und spüren kann. Also was ich eigentlich sagen will, ist, Entschleunigung ist, glaube ich, eigentlich fast eine fehlgeleitete Idee, aber die Wurzel ist schon richtig. Langsamkeit ist nicht ein Selbstzweck, vielleicht ist Langsamkeit, das will ich gar nicht leugnen, in manchen Hinsichten eine Voraussetzung dafür, eine andere Weltbeziehung zu gewinnen. Und wie soll diese andere Weltbeziehung aussehen? So. Das lasse ich weg. Ja. Ja, also ich mache jetzt an der Stelle weiter. Also ich glaube, Sie ahnen schon, also die Frage, die sich ja eigentlich stellt, für mich und für die Achtsamkeitsbewegung ist, weil ich glaube, dass wir so weit, ehrlich gesagt, gar nicht weit auseinander sind. Ja, da stimmt was nicht in unserem westlichen Alltagsverständnis, es führt zu Entfremdung. Ich glaube, dass die sich nach Achtsamkeit sehen, das teilen würden. Sie sagen mir nachher, wenn es nicht stimmt. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich denn den anderen Zustand beschreiben? Ja, was ist denn ein nicht entfremdetes, was eine nicht entfremdete Art und Weise des in der Welt Seins. Und mein Schlüsselwort dafür heißt jetzt eine Resonanzbeziehung. Ich bin dann nicht entfremdet, wenn ich Resonanz erfahre. Übrigens, ich kann dieses Beispiel aufgreifen mit dem Sie hier im Vortrag, weil so ein Vortrag kann beides sein, eine Resonanzerfahrung und eine Entfremdungserfahrung. Entfremdung ist es, wenn Sie sich fragen bis ans Ende, was Sie hier eigentlich gewollt haben oder eigentlich am Ende zum Ergebnis kommen, ich habe mich irgendwie verirrt und ich glaube, das wird einigen so gehen und das ist auch völlig legitim. Eine Resonanzerfahrung dagegen ist eine, wo Sie das Gefühl haben, das geht mich was an, das berührt mich oder das bewegt mich irgendwie, der spricht zu mir, der erreicht mich. Ja? Ich nenne das sozusagen, das ist die Affektseite, etwas berührt oder erreicht oder bewegt mich. Und eigentlich ist mein Lieblingsbegriff dafür auch eine andere Stimme. Das ist in dem Fall jetzt vielleicht meine Stimme als menschliche Stimme, aber das kann natürlich auch ein Buch sein, es kann ein Musikstück sein, es kann eine Landschaft sein oder ein Gebäude. Oder es kann auch Ihre Arbeit sein. Es gibt viele Dinge oder egal, es kann ganz vieles sein. Sie hören eine andere Stimme, ein anderes, und dieses andere berührt oder bewegt Sie. Es durchschlägt eigentlich Ihren Panzer. In dem Moment, wo Sie dieses andere berührt, geht es Ihnen nicht mehr um Weltreichweitenvergrößerung und auch nicht unter verfügbar machen, sondern, wissen Sie, also ich habe mich echt gefragt, wie beschreibe ich, was sind die Momente, wo ich mich am wenigsten entfremdet fühle? Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen, eben nicht, und da würde ich jetzt Jägi ein bisschen widersprechen, die, wo ich ganz selbstbestimmt war, sondern eher die, wo ich völlig überwältigt wurde. Ich dachte, vielleicht war ich entfremdet. Ja. Ich war von dem Vortrag total angenervt, geht mir übrigens tatsächlich häufig so, und dann bin ich rausgegangen und habe mich vielleicht verliebt. Und weil das habe ich weder geplant noch unter Kontrolle. Aber ich würde dann sagen, und da konnte ich nicht mehr anders. Ich war so fasziniert und ehrlich gesagt auch transformiert. Und dieses Verlieben kann auch sein in der Musik, die ich gehört habe. Ich bin an der Kirche vorbeigegangen und diese Orgel irgendwie oder der Chor, da musste ich stehen bleiben. Oder
Bass und Schlagzeug haben mir gereicht. Ich will nicht sagen, es muss Orgel oder sonst was sein. Ich bin auch Heavy-Metal-Fan. Es ist mir egal, was es ist, aber es ist etwas. Oder ich bin über dieses Buch gestolpert oder über diese Anzeige. Oder dieser Sonnenuntergang, dieser Berg da. Etwas, was sie überwältigt. Etwas, was sie von außen anspricht. Das ist, glaube ich, das Grund, ich nenne das Resonanzmoment. Etwas hat mich berührt. Und wenn ich Sie fragen würde, was Ihre glücklichsten Erfahrungen sind oder das, wo Sie Ihr größtes Glück herbeziehen oder was der wichtigste Moment im letzten Jahr war, da würden Sie mir wahrscheinlich genau so eine Geschichte erzählen, wo Sie sagen, und das hat mich wirklich berührt, das hat mich tief bewegt, da hatte ich Tränen in den Augen. Ganz häufig sagen wir genau das, die Tränen in den Augen geben die Verflüssigung unseres Weltverhältnisses im buchstäblichen Sinne an. Etwas kommt durch uns durch, aber ich glaube, Resonanz, ein gelingendes in der Welt sein, ist nicht nur durch diese eine Seite gekennzeichnet, etwas berührt mich, sondern auch durch das Antworten darauf. Ich habe darauf geantwortet. Die Emotion geht nach außen, es ist Emovere. Und ich glaube, dazu gehört ein Moment der Selbstwirksamkeitserfahrung, wie die Psychologen das nennen. Sie würden mir nämlich, wenn Sie mir eine Geschichte erzählen, was wichtig war in Ihrem Leben, da werden Sie mir vielleicht erzählen, vielleicht haben sich einige von Ihnen der Flüchtlingshilfe engagiert, es geht mir jetzt nicht um die politische Dimension, aber da haben Sie natürlich, da würden Sie sagen, das ist mir deshalb wichtig, nicht nur, weil es mich bewegt hat und berührt, sondern da habe ich auch gemerkt, ich habe die erreicht, als ich diese leuchtenden Augen sah, leuchtende Kinderaugen sind dafür ein gutes Beispiel, ja. Da habe ich bemerkt, dass ich die andere Seite auch erreiche, dass ich da etwas bewege. Oder vielleicht haben Sie Resonanzerfahrungen beim Geigespiel. Da werden Sie natürlich nicht nur, oder beim Gitarrespielen, vielleicht bei der Heavy-Metal-Gitarre, da werden Sie nicht nur von der Musik bewegt, sondern Sie merken auch, dass Sie selber teilhaben daran, dass Sie darauf antworten. Deshalb ist Selbstwirksamkeit in meiner Lesart ein wichtiges Moment von Resonanz. Also was ist Resonanz? Im Gegensatz zur Entfremdung, eine Form des Bezogenseins auf Welt, bei der sich zwei Dinge, zwei Menschen, zwei Entitäten so miteinander in Kontakt treten, dass sie sich wechselseitig berühren und in dieser Berührung auch transformieren. Nach einer Resonanzerfahrung sind sie eine andere als vorher. Ja, ob das ein Mensch ist, dem sie begegnen, oder ein Buch, das sie lesen, oder ein Musikstück, das sie hören. Übrigens, in jedem Heavy-Metal-Magazin können Sie genau das lesen. Ich finde es wirklich faszinierend, wie tief diese Erfahrung in unserer Kultur auch verankert ist. Also ich habe irgendwie gestern ein Interview gelesen, jetzt habe ich sogar vergessen, mit wem. Ich glaube mit Rob Trujillo, der ist Metallica-Bassist. Wer würde es diesem harten Burschen zutrauen? Der sagt, ich war in einem Steven Wilson-Konzert und danach war ich ein anderer Mensch. Ja, das ist genau ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber ich glaube, das ist immer das Ergebnis von Resonanz. Da hat mich etwas so erreicht, dass ich mich dabei verwandelt oder bewegt habe. Also, Resonanz ist eigentlich das, was passiert, wenn wir hören, ich höre eine andere Stimme da draußen. Und übrigens ist es mit starken Wertungen verbunden, weil ich vielleicht auch erst im Hören die Überzeugung gewinne, dass das wichtig ist. Das ist eine starke Wertung. Nicht, weil ich es gerade toll finde, sondern da ist etwas, was zu mir spricht und was wichtig ist. Es ist ein Hören und ich antworte darauf. Ich gehe dem entgegen, ich bewege mich, ich mache eine innere Erfahrung oder sogar eine äußere Handlung. Und jetzt kann man sich fragen, was genau die Voraussetzungen dafür sind, dass wir überhaupt resonanzfähig sind. Ich glaube, wir müssen geschlossen genug sein, um eine eigene Stimme entwickeln zu können. Wir müssen aber offen genug sein, um eine andere Stimme hören zu können. Also käme es auf die richtige Balance zwischen Offenheit und Geschlossenheit an, bei uns, aber eben auch bei der anderen Seite. Das ist dieser Punkt, der ist mir ganz wichtig und ich glaube, da gibt es vielleicht einen Unterschied zur Resonanz, zur Achtsamkeit, zu der ich jetzt gleich komme. Dass nämlich Resonanz kein emotionaler Zustand ist, es ist auch nicht eine Persönlichkeitseigenschaft, sondern eine Form der Beziehung. Deshalb reicht Autonomie nicht. Ich muss ganz frei sein, nur meine innere Stimme sein. Nein, das ist wichtig, wenn ich die innere Stimme nicht hören kann, weil ich unterdrückt bin, weil aus allen möglichen Gründen. Dann kann ich nicht in Resonanz treten. Aber Resonanz setzt darüber hinaus voraus, dass ich eine Achse, einen Draht zu diesem einen oder zu diesen mehreren anderen finde, die da auch reden. Resonanz ist ein Beziehungsmodus und der kann auf beiden Seiten scheitern. Beim Subjekt, das ganz geschlossen ist oder so chaotisch offen, dass es sich von allem berühren lässt. Es kann aber eben auch auf der anderen Seite scheitern, ja, auf der Weltseite, wenn Sie so wollen. Und dann noch zwei letzte Punkte. Resonanz ist ein Erfahrungsmodus, ein Beziehungsmodus, das ist für meine, als ich es geschrieben habe, dachte ich zuerst, ja, ist ein Punkt. Inzwischen finde ich fast, das ist der wichtigste Punkt. Also im Schreiben des Buches ist es mir immer wichtiger geworden. Dem eignet ein Moment der Unverfügbarkeit. Ich kann Resonanz nicht zielstrebig, technisch oder instrumentell herstellen. Ich kann nie sicher sein, dass sie eintritt.
Sie gehen in ihr Lieblingskonzert, haben eine sündhaft teure Karte bezahlt und es ist der beste Star, den sie hören können in der Scala oder sonst wo. Und es passiert genau gar nichts in ihnen. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich hoch, dass es dann passiert. Wir kennen das vom Weihnachtsabend. Ja. Da soll alles ganz resonant sein. Und was passiert? Höchstwahrscheinlich eine schreckliche Entfremdungserfahrung. Sie können Resonanz nie garantiert herstellen. Übrigens heißt es auch umgekehrt, Sie können es nie ausschließen. Selbst unter den widrigsten Bedingungen, Sie haben gedacht, oh Gott, heute muss ich aus irgendeinem Grund, vielleicht sind Sie Journalistin, zu dieser scheußlichen Achtsamkeitsveranstaltung und dann passiert es plötzlich doch. Also man kann es nicht ausschließen, man kann es nie ausschließen, aber man kann es auch niemals garantiert herstellen. Dieses Moment der Unverfügbarkeit ist mir wichtig und das Moment der Transformation. Wenn Sie in dem Resonanzmodus sich auf irgendetwas oder jemanden einlassen, werden Sie dabei eine andere oder ein anderer. So, wie verhält sich das jetzt zur Achtsamkeit? 6 Thesen. Also die erste habe ich Ihnen schon gesagt. Ich glaube, dass die Achtsamkeitsbewegung, also Sie bzw. einige von Ihnen und ich als Resonanztheoretiker einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, nämlich die Wahrnehmung, dass in der Art und Weise, wie wir normalerweise auf die Welt bezogen sind, auch institutionell, dass es da ein Defizit gibt und dass wir das möglicherweise mit Entfremdung beschreiben können und dass wir deshalb einen alternativen Ausgangspunkt brauchen. These 2. Es gibt natürlich, und das nervt mich ehrlich gesagt, das nervt mich wirklich, ich habe nochmal die Webseite gesucht, also alle möglichen Websites, ja, was läuft unter Achtsamkeit, da sehen Sie wirklich, wie Sie durch Achtsamkeit fitter, schneller, gesünder, klüger und sonst noch was werden. Ja. Achtsamkeit wird genauso, wie was ich vorhin über Entschleunigung gesagt habe, einfach als Steigerungstechnik eingesetzt, ja, als ein Moment, ein funktionales Moment, um noch erfolgreicher in Weltreichweitenvergrößerung zu werden. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ich will mit Achtsamkeit mit dieser Art von Achtsamkeit will ich nichts zu tun haben, ja? Weil die vergrößert das Problem, statt dass sie es löst. Aber natürlich ist das, glaube ich, ganz sicher nicht die gesamte Achtsamkeit. Ja? Man kann aus ganz anderen Gründen, und wenn man an die buddhistischen Quellen geht, glaube ich, hat man da eine ganz andere Form von Weltbeziehung. Deshalb ist das sicher nicht das letzte, und wahrscheinlich können wir auf These 2 uns auch relativ schnell einigen, dass es eben eine Tendenz in der Achtsamkeit gibt. Die dritte These ist mir wichtig und die finde ich, die ist mir wichtig. Ich glaube nämlich, es gibt wenigstens die große Gefahr einer individualistischen Verengung, dass nämlich in der Achtsamkeitsbewegung und Theorie gesagt wird, es hängt alles von dir ab, ausschließlich. Ja. Wenn du nur im richtigen Mind-Modus bist, wenn du achtsam genug bist, dann ist dein Weltverhältnis in Ordnung, dann ist alles gut, ja, dann kann dich nichts mehr umhauen. Ne. Das heißt, Achtsamkeit wird sogar definiert teilweise als Persönlichkeitseigenschaft. Es liegt an Ihnen, ob Sie achtsam sind oder nicht. Das könnte ich für Resonanz nie sagen. Es liegt auch an Ihnen, ob Sie Resonanzerfahrung haben oder nicht. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die Art und Weise, wie ist die Welt beschaffen, in der ich mich und durch die ich mich bewege. Und ich finde, in einigem, was ich über Achtsamkeit weiß, wird die Welt komplett ausgeblendet. Im Gegenteil, es wird sogar gesagt, völlig egal, was da draußen passiert, wenn du nur im richtigen Mind-Mode bist, dann ist dein Leben vollendet oder sonst etwas. Ja. Darin sehe ich eine individualistische Verengung, die mir problematisch erscheint, vor allen Dingen, weil sie halt unpolitisch wird. Das liegt dann irgendwie nur noch an uns. Das Problem, was ich als institutionelles Problem der Moderne beschreibe, lässt sich lösen durch den richtigen Mindset. Ich habe gesagt, das wird hart für Sie. Zum Zweiten, jetzt sozusagen im Gegenteil, also im Gegensatz zu dieser universalistischen Verengung auf der einen Seite, es hängt alles vom Subjekt ab, gibt es eine universalistische Überdehnung und da weiß ich gar nicht, wie tief die ist. Also da gibt es, glaube ich, wirklich ein Problem, dass man nämlich sagt, du sollst allem und jedem achtsam begegnen, sogar allem und jedem gleichermaßen achtsam, ja, völlig unterschiedslos sollst du auf alles im gleichen Modus gerichtet sein. Und da würde ich sagen, das scheint mir problematisch, weil Resonanz ist nicht, ich kann nicht mit allem und jedem in Resonanz treten. Ich glaube, wenn ich das versuche, dann erreiche ich allenfalls einen totalitären Zustand oder jedenfalls scheint mir das aus allen möglichen Gründen problematisch. Es gibt so, also für mich zentral ist die Idee der Resonanzachse. Da gibt es etwas, dieses Musikstück, Beethoven hat mich angesprochen vielleicht, ja, oder vielleicht von mir sogar dieses buddhistische Buch oder diese Richtung. Das ist aber nicht alles und jedes gleichermaßen, sondern da ist ein Resonanzdraht, eine Resonanzbeziehung, die da entsteht. Deshalb finde ich die Idee, du sollst allem und jedem gleichermaßen achtsam begegnen, ist zumindest einfach eine andere Konzeption als meine Resonanzkonzeption. Und außerdem, Sie sehen, was ich hier behaupte, eigentlich negiert sie auch meine Idee der Unverfügbarkeit. Dass ich nämlich sage, ob Resonanz eintritt oder nicht, kann ich niemals vollständig von mir abhängig machen. Das ist auch, da ist ein Moment des Unverfügbaren. Und ich glaube, Achtsamkeit zielt eigentlich auf völlige Verfügbarkeit. Das Ziel der Achtsamkeit ist,
in einen Modus zu kommen, in der ich jederzeit mit allem und jedem in Resonanz trete. Aber vielleicht konzeptuell, glaube ich, das größere Problem ist in der Frage der Gerichtetheit. Weil ich glaube, so lese ich Achtsamkeit, dass sie die Richtung gerade vermeidet. Ich soll nicht auf etwas gerichtet sein, also im Unterschied zu Konzentration oder so, mit etwas in Kontakt treten, sondern alles gleichermaßen registrieren. Also das ist, zumindest behaupte ich jetzt mal, das sei ein Problem. Und dann, das finde ich ganz interessant, das will ich unbedingt mit Ihnen diskutieren, ich lese immer wieder, es geht um das ganz gegenwärtig sein. Das ist ein Schlagwort, kenne ich oder begegnet mir, die Idee, dass man ganz im Hier und Jetzt zu sein habe, präsentistische Verengung. Du sollst die Vergangenheit und die Zukunft ausblenden. Ich habe einen Doktoranden, Jakob Schmidt, der das viel besser weiß. Der hat ich weiß gar nicht, der ist vielleicht sogar hier, der hat eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Wahrscheinlich wäre der für Sie sogar der bessere Gesprächspartner. Und der hat mich auch auf diese Idee, zumindest bin ich mit ihm zusammen, oder er hat mich auf diese Idee, nein, eigentlich diese Idee ist seine, nämlich zu sagen, ja, ist manchmal ganz schön schwierig zu sagen, weil das finde ich auch nicht schlimm, weil man ist halt im dialogischen Austausch. Achtsamkeit will eigentlich Retention und Protention löschen. Also unser Bewusstsein hängt immer an vergangenen Erfahrungen und richtet sich auf zukünftige Erfahrungen. Ja, Retention ist das Zurückhalten, auch das noch beeinflusst werden von Vergangenen und das sich schon richten auf das Zukünftige. Und dagegen sagt die Achtsamkeit, nein, ganz im Moment sein, ja, beides abschneiden. Und Jakob Schmidt zum Beispiel sagt, naja, das ist eigentlich eine Beschleunigungstechnik. Ja? Du sollst nichts Vergangenem verhaftet sein, sozusagen. Da kannst du permanent alle 3 Sekunden dich neu erfinden. Aber unabhängig von der Frage, ob das jetzt so ist, glaube ich, und das ist jetzt meine Anfrage, der Moment der Resonanzerfahrung, der Erfüllung, ist meiner Ansicht nach gerade nicht dadurch gekennzeichnet, dass ich ganz im Hier und Jetzt bin, sondern dass die Grenze zwischen der Vergangenheit und der Zukunft plötzlich aufgeht, dass da sich eine Verbindung einstellt. Ich nenne das Kopräsenz von Vergangenheit und Zukunft. Ja, plötzlich, meine Lieblingsszene dafür, ich habe eine ganze Reihe von Beispielen, aber keine Zeit, also eins, mein Lieblingsbeispiel. Marcel Proust kennen Sie auch auf der Suche nach der verlorenen Zeit, diese berühmte Madeleine-Szene, wo er ein Gebäckstück in Lindenblütentee taucht und isst. Und plötzlich steht da, kommen ganze Schichten in ihm in Bewegung und er erinnert sich, es wird lebendig, wie er als Kind schon dieses Gebäck mit Lindenblütentee aß. Und es entsteht die Vergangenheit, aus der er herkommt und auch sowas wie ein Sinn für die Zukunft. Das ist Resonanz. Ich bin plötzlich lebendig verbunden mit dem Vorhergehenden und dem Zukünftigen. Ja, diese Angst, diese Abschneidung, diese Fragmentierung hebt sich auf. Es gibt einen Durchzug. Übrigens ist ganz interessant, dass man Depressionen, auch einige beschreiben das als temporalen Erstickungsanfall. Ein Depressiver hat mal gesagt, zwischen Vergangenheit und Zukunft zieht es nicht mehr durch. Das scheint alles abgeschnitten voneinander. Die Zeit ist irgendwie tot. Deshalb glaube ich eigentlich, Resonanzerfahrungen ist das wieder das Lebendigmachen, das Kopräsent werden lassen von Vergangenem und Zukünftigen. Das können Sie vielleicht auch haben, wenn Sie in Rom stehen. Pantheon oder sonst wo sie plötzlich fühlen, ich bin verbunden mit Rom, mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, mit allem, was auch in der Kulturgeschichte daran hängt. Da zieht es durch von der Vergangenheit zu mir. Deshalb glaube ich, diese Idee, ganz im Hier und Jetzt sein, scheint mir irgendwie problematisch zu sein. Also, und meine letzte These, die habe ich eigentlich schon dargelegt, aber ich finde, philosophisch liegt da der Hauptunterschied drin. Also so wie ich Resonanz versuche zu beschreiben, bedeutet es sich berühren lassen, berührt und bewegt sein. Ja, etwas, ich habe mich anrühren lassen und von mir aus in Bewegung setzen lassen. Ich finde durchaus, dass da auch vielleicht sowas wie Leidenschaft ins Spiel kommen kann. Ich meine, Marcuse sagt, wir müssen das prometheische Weltverhältnis, das auf Beherrschen, verfügbar machen, weltreichweite gerichtet ist, durch ein erotisches ersetzen. Das finde ich ziemlich attraktiv. Und er meint erotisch nicht sexuell verengt, schreibt er ausdrücklich, ja, sondern dieses von mir aus Liebende darauf zugehen. Also weil ich stelle mir Resonanz so vor, dass mich da jemand oder etwas anspricht. Das kann Musik sein, es kann Religion sein, es kann eine Idee sein, es kann Natur sein, es kann meine Arbeit sein. Ich lasse mich davon affizieren und ich antworte darauf. Deshalb ist Resonanz aktives Engagement. Ich gebe mich hin. Ich würde wirklich sagen, Hingabe an etwas gehört zur Resonanz. Und überwältigt werden von etwas. Und Achtsamkeit scheint mir, ich sage das jetzt bösartig, das genaue Gegenteil zu meinen, ja, lass dich von nichts affizieren, hab ein panoramatisches Bewusstsein, registriere alles gleichermaßen. Ja. Das scheint mir das komplette Desengagement zu sein. Ja. Ich stifte nicht einen Resonanzdraht zu etwas, ich baue auch keine Resonanzachse auf, sondern im Gegenteil, ich kille die alle. Nichts berührt mich mehr und in nichts mehr verhafte ich mich. So, jetzt habe ich es Ihnen aber gegeben.
und sie sagen mir, was daran alles falsch ist. In diesen Büchern könnten Sie das nachlesen. Vielen Dank für die Diskussion. Danke schön.